Willkommen zurück zur Konsolensteuerung. Das macht mir sowieso am meisten Sorgen. Konsole links. Und hier können wir jetzt auswählen, Transaktionen. Ach, funktioniert noch gar nicht. Missionen. Kontakte. Und jetzt haben wir schon folgendes Problem, wenn ich folgendes auswähle. Unterziele. Fracht. Navigation. Funktioniert das einfach nicht richtig. Überhaupt nicht. Dann gibt es hier dreh hoch, dreh runter. Also bis 5 könnt ihr hoch und runter per Befehle. Mit verlassen könnt ihr das Profil verlassen. Verlassen. Konsole rechts. Funktioniert normalerweise problemlos. Module. Module. Feuergruppen. Fracht. Funktionen. Module. Fracht. Status. Seht ihr, funktioniert problemlos. Verlassen. Verlassen. Konsole links. Das ist total buggy. Aber wenn ihr hier jetzt die Ka galaktische Karte öffnet und dann anschließend sagt, Karte schließen. Karte schließen. Übersicht wird geschlossen. Wechselt er wieder ganz normal auf Elite. Das wurde wenigstens in einem Patch behoben. Das gleiche gilt auch für K. Dann wechseln wir jetzt gleich wieder auf den Desktop. Auf den Desktop zurück. Hier irgendwo mitten im Raum natürlich. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit Voice Attack und meinem Profil. Und da sind wir auch schon. Ja, Voice Attack, danke, dass du alles verstehst. Danke. Nichts zu danken, Commander. Ganz wichtig, immer Steuerung deaktivieren. Ansonsten kann es auch sein, dass er einfach mal so einen Befehl ausführt. Ja, jetzt müssen wir hier im Forum. Geht ihr nun auf Eva-Spielerprofile für andere Spieler? Dieser Beitrag wurde von mir erstellt, aber bis jetzt hat es noch niemanden interessiert. Dann geht ihr hier auf den Link und ladet euch das Paket runter und kopiert es ganz normal auch auf C. Ich habe es jetzt auf D liegen, weil es egal ist, weil ich das ganze Zeug ja schon importiert habe. Oder in den Ordner, also einfach die ZIP-Datei oder RAR-Datei war das, glaube ich. Dann braucht ihr einen extra Packer dafür. Den solltet ihr auf C importieren. Dann könnt ihr Edit Profile, Import Commands, das bei mir jetzt auf D liegt. Also diese zwei Ordner sind enthalten. Hier kommt ein neuer Ordner dazu, also er beinhaltet nur ein Sound. Und dann öffnet ihr einfach mein Profil. Hier seht, was alles dazu kommt. Oder sich, ja, importiere einfach mal. Genau, das hier müsst ihr jetzt löschen, weil das nicht mehr benötigt wird. Oh. Jetzt habe ich eines zu viel gelöscht. Hoppsala. Achso, ihr könnt einfach canceln. Nein. Commands have been modified. Close editor and discard changes. Ja. Falls euch das passiert, einfach nochmal
canceln. Dann nochmal importieren. Ja. Yeah. Und dann müsst ihr nur Konsole links und Konsole rechts löschen, weil da habe ich weitere Befehle hinzugefügt, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Und natürlich auch jede Menge neue Befehle so. Und auch ein paar modifizierte. Klickt ihr auf Bestätigen, wechselt auf das Profil Steuerung Konsolen. Und importiert hier ebenfalls die neuen Befehle. Ja. Dann müsst ihr hier ebenfalls das Profil nochmal neu anpassen auf Elite. Ich habe hier jetzt hinzugefügt, dass man mit Links Shift, dass er dann auch per Tastendruck auf ja zurückwechselt. Der Rest sollte noch stimmen. Passt. Na so. Das sollte auch noch passen. Ja, passt alles. Und jetzt müsst ihr unter Elite nochmal. Da müsste es noch passen, ja. Aber die Multiparts von links und rechts müsst ihr nochmal neu setzen. Auf Steuerung Konsolen. Das war jetzt links, dann machen wir noch einmal rechts. Das ist egal, auf was ihr da klickt, ihr müsst nur auf das achten, so. Bestätigt und das behebt ganz, 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 ganz viele Fehler. Schon fast. Dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder, wenn ich euch mein modifiziertes Eva-Profil präsentiere. Also, bis gleich, zurück im Spiel. Und damit herzlich willkommen zurück im Spiel. Wir aktivieren Eva. Hallo Eva. Hallo Commander, was kann ich für Sie tun? Und jetzt wurde alles mit dieser dummen linken Konsole behoben. Die ganzen Probleme, ihr seht es auch gleich in der VoiceTech-Konsole. Konsole links. So, wenn ich hier jetzt viel drücke, dann seht ihr, dass er da Ringe berechnet. Und wenn ich jetzt sage, Navigation, findet er ganz von alleine wieder zur Navigation zurück, stellt alle Parameter zurück und dann passt das wieder. Oder gerade wenn ihr was verstellt, sagen wir, ich lasse es jetzt mal hier auf Transaktion. Achso, ja genau, ich habe Folgendes hinzugefügt. Transaktionen. Er findet mich jetzt auch dorthin, so wie es drin steht, davor war nur Mission möglich. Verlassen. Ihr könnt jetzt auch mit Tafel links. Verlassen. Menü links. Verlassen. Linkes Menü. Verlassen. Linke Tafel. Verlassen könnt ihr jetzt. Verlassen. Könnt ihr jetzt das linke und das rechte Menü öffnen mit Computer. Computer. Kommt jetzt dieser Bestätigungssound. Ihr könnt jetzt ab sofort Tasten sperren und freigeben. Also, gerade wenn ihr zum Beispiel Karte öffnen. Daten werden abgerufen. Und hier jetzt auf Verlassen klickt, seht ihr, dass die Tasten immer noch gesperrt sind. Dann könnt ihr jetzt mit folgendem Befehl Tasten freigeben. Sie haben nun wieder die volle Kontrolle über Ihr Schiff, Commander. Die Tasten entsperren. Dann habt ihr folgende neue Befehle. Die anderen zeige ich euch später. Dann haben wir Computer. Energie. Gehe auf die Lichtgeschwindigkeit. Engage.
Konsole links. Dann setzen wir auf das Canon Orbital. Nein, wir brauchen etwas, was weiter weg liegt. Verlassen. Dreiviertel Impuls. Lastung der Triebwerke bei 75%. Ihr könnt jetzt natürlich auch den Hyperraum verlassen, wenn ihr so unterwegs seid. Das zählt aber an den Schilden. Mit folgendem Befehl: Hyperraumabsprung. Wir verlassen nun den Hyperraum. Ja, hier wollten wir hin. Computer. Energie. Gehe auf Überlichtgeschwindigkeit. Triebwerke werden kalibriert. Oh, wir sind noch im Cooldown. Dann warten wir einfach mal kurz. Antrieb. Der aktuelle Status des Schiffes erlaubt diesen Befehl nicht. Sorry. Parameter zurücksetzen. Alle Parameter zurückgesetzt. Antrieb. Leite Energie weiter. Bestätige IVA. Antriebssysteme haben jetzt voll Energie. Energie. Gehe auf Überlichtgeschwindigkeit. Triebwerke werden kalibriert. 4, 3, 2, 1, engage. Ich werde wahrscheinlich die Voice-Files für den Hyperraumabsprung nochmal neu machen, weil wir hatten ja einfach diesen einen Befehl mit dem tollen Warnsignal. Ich denke, dass ich das dafür nehme. Das ist jetzt in der Testphase, das ist noch nicht released. Könnt ihr jetzt den Hyperraum mit zwei neuen Befehlen verlassen dann, sobald wir soweit sind. Ah, flieg. Jetzt war ich tatsächlich etwas zu lange ruhig. Naja, vielleicht einfach mal einen Zeitraffer einbauen. Vielleicht hätte ich doch etwas nehmen sollen, was näher lag. Hyperraum verlassen. Wir verlassen nun den Hyperraum. Verstanden, Eva. Triebwerke synchronisieren für Funk im normalen Raum. Ja, das war eines der neuen Befehle. Konsole links. Und weil sie jetzt etwas verstellt, zum Beispiel gerade in einen anderen Ring rein, verlassen. Falls ihr jetzt irgendwas umgestellt habt, würde jetzt keine richtige Anfrage machen. Bitte Landeerlaubnis. Anfrage wurde an die Station weitergeleitet. Request granted. Seht ihr, und es funktioniert alles wunderbar.
Jetzt passiert dann bestimmt gleich nochmal der Oberburner, dass ich mal wieder Internet Connection verliere. Fahrwerk ausfahren. Fahrwerk ausgefahren. Bestätige IFA. Für die Dauer des Landeprozesses habe ich die Leistung der Triebwerke reduziert. Ja, das passiert mir immer mal wieder. Und verwechsel ich wieder Tasten. Oh je. Docking successful. Engines disengaged. Zack, und dann sind wir da. Jetzt können wir mit. Okay. Können wir jetzt ganz einfach Navigation steuern. Zum Beispiel. Dreh runter. Funktioniert natürlich nicht. Runter. 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 Okay. Rechts. Links. Runter. 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 Und wo war das nochmal? Wir können jetzt auf Wi-Fi mit links und rechts auch durch die Menüs bewegen. Mit auf Impulsgeschwindigkeit könnt ihr ebenfalls den Hyperraum verlassen. Und mit den Befehlen Waffen aus- und einfahren könnt ihr die Waffen ein- und ausfahren. Das habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Habe ich irgendwie verpennt. Naja. Das soll es auch erstmal gewesen sein. Dann sehen wir uns vielleicht in einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin, ciao.